Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Zack McCracken. Ja, wir sind auf dem Mars angekommen, aber sorry, unsere Mars-Mission, die werde ich für den Moment mal beenden, denn wir werden nochmal zurück zur Erde wechseln. Prima, da wären wir wieder. Gut, Zack, ich würde mal sagen, du guckst dich jetzt hier mal ein bisschen um im Büro von Annie. Sie hat da sicherlich nichts gegen. Gucken wir mal, was haben wir denn alles Schönes? Was ist? Bücher? Komm, lies Bücher. Ein guter Liestisch, genau. Lies Bücher, das ist doch ein guter Tipp für alle. Komm, sollten wir alle mehr tun, mehr lesen. Aber das würde Jahre dauern. Okay, was haben wir denn sonst? Das hier. Nimm Yeti-Schädel. Komm, nimm ihn mal mit. Ich fasse das nicht an. Och, Zack. Schön. Was haben wir denn sonst noch? Was ist Zeichnung? Lies die Zeichnung. Das ist das Gerät aus meinem Traum. Stimmt. Komm, machen wir mal das Licht aus, oder? Warum nicht? Bring a light? No. Ja, ein Glück, ich habe sie gefunden. Okay. So, aber ich habe was gesehen, Unterlage. Eine Schreibtischunterlage. An der sollten wir mal ziehen. Gucken wir mal. Haha. Und was haben wir da? Nimm Cashcard. Die wird aber wahrscheinlich Annie gehören. Ich glaube, sie wäre nicht so begeistert, wenn wir die nehmen würden. Ich glaube, die lassen wir ihr mal. Okay. Was können wir denn sonst? Können wir... Ja, öffne Cashcard. Das ist nicht so... Es scheint nicht aufzugehen. Ja, die Cashcard geht eher nicht auf. So. Öffne Tisch. Hier gibt es keine Schubladen. Ah, okay. Gut. Können wir die Cashcard doch nehmen? Aber nehmen sie mal. Komm, machen wir doch. Ja, cool. Na gut. Dann können wir mal den Gib-Befehl machen. Dann geben wir ja ihre Cashcard zurück, oder? Komm, so gemein sind wir nicht. Ja. Sie reagiert auch gar nicht wirklich darauf. Ihr scheint es einfach scheißegal zu sein. Ich weiß, dass wir ihr das verbogene Messer geben konnten. Warte mal. Und irgendwas noch. Wir wechseln mal zu Annie. Und gucken uns die Sache mal genauer an. Gut. Hallo Eddie, willst du den Yeti-Schädel mitnehmen? Nein, der ist sehr zerbrechlich. Na gut. Was sagst du eigentlich zu der Zeichnung? Du hast ja ein bisschen mehr Ahnung, oder? Das ist das Gerät aus meinem Traum. Okay, sie sagt genau dasselbe wie Zack. Gut, ich glaube, da haben wir erstmal alles. Also wir haben jetzt hier verbogenes Messer und Cashcard. Gehen wir mal zur Tür. Um mal herauszufinden, wie viel Geld die Gute hat, könnten wir uns ja einfach mal auf in Richtung Flughafen machen. Die Tür kriege ich von außen nicht auf und der Fahrer schläft schon wieder das. Benutze Messer mit Bus. Dürfte ich bitte? Ich würde da gern einsteigen, ja. Der hat einen Traumjob, oder?
Den ganzen Tag nur am Schlafen. Benutze Cashcard mit Cashcard-Leser. Gut, also für eine Fahrt zum Flughafen reicht's auf jeden Fall schon mal. Das ist doch gut. Benutzen wir doch mal den Ticketautomaten. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem netten Flug nach Miami? Das hat sie echt gemacht. Einen angenehmen Flug später. Das ist krass. Das ist so überhaupt nicht das, was wir eigentlich tun sollen, ne? Aber egal. Hey, wie geht's dir? Hast du ein bisschen Geld für mich? Ach ja, natürlich. Komm, hier, meine Cashcard. Ja, ich hab voll viel Geld für dich. Komm, gib. Hier, gib Cashcard zu Penner. Du Penner! Einen Moment. Danke, aber mein Leben hat immer noch keinen Sinn. Das ist, ja, wenigstens hast du Danke gesagt. Miami wegen Reparaturen geschlossen. Ja, das ist natürlich jetzt toll. Heißt das, wir müssen wieder zurückfliegen? Na ja, gut. Also bin ich jetzt nur nach Miami geflogen, um einem Penner Geld zu geben. Und um... Ja. Hast du ein bisschen... Was geht mit dir? Ich habe kein Geld für dich. Du Penner! So, auf zurück nach San Francisco. Prima. Ich danke Ihnen, Herr Busfahrer. So, was können wir sonst noch mit unserer Cashcard machen? Können wir 6 Telefonrechnungen bezahlen? Öffne Briefkasten. Ja, wir haben ja halt den kleinen Schlüssel nicht, ne? Ein Brief. Ich brauche den Schlüssel. Ein Brief ist angekommen. Vielleicht für Zack? In dem Fall. Ach komm, warum sollten wir den ganzen Weg mit Annie laufen? Das ist doch kein Annie-Person-Run. Oh Gott, den wollte ich schon die ganze Zeit bringen. Okay. Annie, du bleibst hier. Okay. Haben wir noch unseren kleinen Schlüssel? Benutze kleiner Schlüssel. Mit Briefkasten. Und dann nehmen wir uns mal den Brief raus. Es ist die The King Fanclub Karte. Oh, ship, my boy. Dinner. Wow, das ging schnell. Ich bin auch im The King Fanclub. Definitiv, aber das wisst ihr ja. Sehr schön. Ja, also, das hätten wir doch schon mal. Aber Annie hat ja jetzt ganz schön Geld verloren, ne? Ich habe ja schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Geben wir ihr mal die Gitarre. So, warum werdet ihr gleich sehen? Dann wechseln wir mal wieder. Und zwar zu Annie. Mit der Gitarre und dem Messer. So.
sollten wir doch was anstellen können. Wir gehen wieder zum Pfandleiher zurück, um genau zu sein. Und holen mal das verlorene Geld wieder rein für die völlig sinnlose Reise nach Miami. Oh je. Hallo. Ja, du, komm. Wir verkaufen mal unsere Gitarre. Die kennt er ja noch. Sie müssen zum Verkaufsfenster. Mach ich. Bitte sehr. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ja. Verkaufe das Einkaufsfenster. Ich würde Ihnen dies hier verkaufen. Hey, was für ein Trick soll das sein? Ich kaufe nicht meinen eigenen Krempel. Ein Ankaufsfenster verkaufen. Ich glaube, das hat auch noch keiner versucht. Wohl aber könnte man mal ein verbogenes Messer verkaufen, oder? Ein verbogenes Muttermesser, wenn das nicht viel einbringt. Oh, wow! Was für eine schöne Silberskulptur! Die gehört in meine Kunstsammlung. Es ist ein verbogenes Buttermesser. Geben Sie mir Ihre Cashcard. Das hat der Penner auch gesagt. $1,500. Wow. Wie viel er wohl die Gitarre erst bringt. Na gut. Geben Sie mir Ihre Cashcard. $99. Das verbogene Messer hat einfach 1500 eingebracht. Und die Gitarre 99. Die könnte ich ja jetzt wieder kaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir die beiden zum Flughafen? Wir wechseln mal wieder auf Zack, beziehungsweise, ja doch, wir wechseln erstmal auf Zack, weil ich nichts mehr habe, um den Busfahrer zu wechseln, den Busfahrer zu wecken. Benutzen einmal die Tröte. Ah, das ist immer wieder schön. Ah, sie sind's wieder. Alles einsteigen! Das gilt übrigens auch für dich, Annie. Und das müssen wir jetzt schnell machen hier. So, einmal rein hier. Wieder wechseln. Benutze Cashcard mit Cashcard-Leser, und zwar schnell. Ja. Sehr schön. Aber ich hab doch... Warte mal, muss ich nochmal wechseln? Oh Gott. Eddie! Ach, gut. Ja, müssen natürlich beide bezahlen. Oh weia, oh weia. Was für ein Zeitdruck. Prima. Es ist halt schön, wie die beiden überhaupt nicht so wirklich miteinander agieren, aber man sie halt trotzdem irgendwie gemeinsam zum Flughafen bringen muss. Tja, ist jetzt die Frage, wen lassen wir fliegen? Wir können definitiv nur einen fliegen lassen. Ich würde sagen, wir nehmen Zack und benutzen unsere Ticketautomaten. Wo fliegen wir denn als nächstes hin? Also Miami ist geschlossen. Seattle wäre abgegrast. Bleiben nur noch die Auslandsziele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Dann würde ich mal sagen, ab nach London. Exit-Visa-Code wird benötigt. Aber glücklicherweise habe ich immer den richtigen Exit-Code parat. Hoffentlich. Reisecode ist Sektion 1A15. Glücklicherweise habe ich eine Tabelle. A15. Sektion 1. Das wäre dann... Ich will nicht wieder im Gefängnis landen. Richtige Eingabe. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Puh, gut gegangen. Eine Ewigkeit später. Ah, schön. Mal kein Penner, kein Guru. Wir können einfach mal nach London. Ist das nicht toll? Wow, genau so. Habe ich mir London schon immer mal vorgestellt. Wer bist du? Ich glaube, ich lasse dich einfach mal. Jaul! Ist das etwa ein Elektrozaun? Okay. Gute Güte, was ist denn hier nur los? Das ist alles? Mehr hat London nicht zu bieten? Ich bin enttäuscht. Und Heathrow hatte ich mir irgendwie auch ein bisschen anders vorgestellt. Na gut, benutzen wir mal den Ticketautomaten. Denn von London aus haben wir noch ganz andere Möglichkeiten. Kairo, Kathmandu, Mexico City. Ihr seht schon, ist der Hammer, oder? Also dann, auf nach Kathmandu. $1,589. Wow. Puh, ich brauche nicht mal einen Exit-Code. Das ist nett. Die hatten wohl keinen so angenehmen Flug. Ah, das ist wenigstens mal der erste Flughafen, der ein bisschen anders aussieht. Stellt sich nur die Frage, was erwartet uns in Kathmandu? Lesen wir erstmal den Zeitungsautomat. Zweiköpfiges Eichhörnchen auf Aberglauf im Nordwesten. Wir haben es gesehen, wir hätten es töten können, aber wir haben uns dafür entschieden, ihm nur Erdnüsse zu geben. Aber gut, was uns in Kathmandu erwartet, Leute, das erfahrt ihr im nächsten Part von Zack McCracken.